Bison-Check, letzter Schliff am neuen Berge- und Abschleppfahrzeug vor dem Einsatz in Afghanistan. Mit 500 Pferdestärken die 47 Grad steile Rampe rauf. Nahezu jede Schieflage meistert dieser Lastwagen ohne jedes Problem. Seine 36 Tonnen Eigengewicht bewegen sich mit Leichtigkeit durch das Gelände. Er heißt Bison und er ist das neue Abschlepp- und Bergefahrzeug der Bundeswehr. Sein erster Einsatzort ist Afghanistan. Bevor es dorthin losgeht, muss der Bison im niedersächsischen Hesedorf einige Testläufe überstehen. Das Fahrzeug befindet sich hier seit einigen Tagen im Materialwirtschaftszentrum, ja, in einer Prüfschleife. Dort werden nochmal sämtliche Systeme, ja, auf Herz und Nieren geprüft, damit unten im Einsatzland auch dementsprechend, ja, alles ruhig und sauber vonstatten gehen kann. Das Materialwirtschaftszentrum Einsatz der Bundeswehr ist wie ein TÜV. Hierhin müssen nahezu alle Fahrzeuge zu einer technischen Abnahme, bevor sie in ein Einsatzland geschickt werden können. Hier geht es für den Bison zum Bremsentest. Hier wird er bei Bedarf auch für die speziellen Anforderungen der Bundeswehr nachgerüstet. Der Bison wurde ja beschafft, um unsere geschützten Fahrzeuge, geschützte Radfahrzeuge bis zu 40 Tonnen bergen und abschleppen zu können. Diese Aufgabe kann der Bison in seiner jetzigen Konfiguration voll erfüllen. Wir müssen allerdings an der Ausstattung von dem Fahrzeug noch einige Verbesserungen vornehmen. Beispielsweise ist eine Kommunikation zwischen der Besatzung des Bisons und den Begleitfahrzeugen schwer möglich. Also es gibt noch etwas Verbesserungspotenzial, was an dem Fahrzeug verbessert werden kann. Aber in der Kürze der Zeit, wie der Bison in der Truppe eingeführt wurde, erfüllt er seine Aufgaben vollständig. Insgesamt 12 dieser geschützten Kolosse hat die Bundeswehr Ende 2011 übernommen. Die ersten Fahrzeuge sind bereits in Afghanistan, um die Bergetrupps der Ausbildungs- und Schutzkompanien in Kunduz und Mazar-i-Sharif zu unterstützen. Gleichzeitig werden in Deutschland weitere Bediener auf dem Bison ausgebildet. Vor allem an die Geschwindigkeit muss sich die zweiköpfige Besatzung gewöhnen. Immerhin, im Abschleppbetrieb dürfen bis zu 80 Stundenkilometer gefahren werden. Wir haben hier natürlich ein Bergefahrzeug, was mit ganz normalen Rädern ausgestattet ist. Und das Fahrgestell ist ein Actros von Mercedes, kann auf allen normalen Straßen eingesetzt werden. Der wesentliche Vorteil den Kettenfahrzeugen gegenüber. Und wir können mit diesem Fahrzeug in alle Geländevarianten, wo die Kampftruppen sich bewegen, kommen wir mit diesem Gerät auch hin. Zurück bei der Funktionskontrolle. Hier wird der hydraulische Lift des Bisons getestet, der sich mit einem mobilen Bedienteil steuern lässt. Bis zu 16 Tonnen Last können damit angehoben werden. Es ist das Herzstück des Abschleppfahrzeuges. Der Knickarm, der wird ausgefahren, um unter das Fahrzeug zu kommen. Dann nimmt man dementsprechend die Achsprofile, die mit am Fahrzeug sind, für die gängigsten Fahrzeuge der Bundeswehr. Und dann zieht man sich das Fahrzeug heran ans Fahrzeug, verzurrt ist. Und dann kann man dann den Knickarm anheben und dann kann man das Fahrzeug mitnehmen. Der Bison verfügt außerdem über einen leistungsfähigen Kran, mit dem havarierte Fahrzeuge vor dem Abschleppen entladen werden. Gewöhnlich hebt er Kisten und Container, aber bei einer Reifenpanne benötigt ihn die Bison-Besatzung sogar selbst. Denn nur so lässt sich das 450 Kilo schwere Ersatzrad heben. Das Fahrerhaus bietet Schutz gegen Beschuss und Sprengfallen. So können die Soldaten ihren Auftrag im Einsatzland unter maximalen Sicherheitsvorkehrungen durchführen. Doch ein wichtiges Detail fehlt noch, bevor es nach Afghanistan mit seinen Wüstenlandschaften geht. Im Materialwirtschaftszentrum Einsatz der Bundeswehr bekommt der Bison noch die richtige Lackierung verpasst. Sandfarbe ist dort weit weniger auffällig als das werkseitig gelieferte Grün von Mercedes. Für die Bundeswehr ist er neu, aber bei verbündeten Nationen hat er sich bereits bewährt. Deren Fazit, der Bison, bedeutet Bullenkraft im Einsatz.